Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What does the scouter say about his power level? Die dumme Sau hat Facebook! Wie läuft's denn mit diesem Roman, an dem du arbeitest? Hä? Hast du schon einen großen Stapel Papier da liegen? Ist dir schon eine nette kleine Handlung eingefallen für deinen großen Roman, an dem du seit 3 Jahren arbeitest? Hä? Hast du eine überzeugende Hauptfigur? Hä? Hast du einen Schicksalsschlag, den sie überwinden muss? Hä? Brütest du eine kleine Story aus? Ist sie in Arbeit? Da arbeitest du schon lang dran, hä? Ja, davon hast du schon vor 3 Jahren erzählt, hä? Hast die ganze Zeit dran gearbeitet? Ein schöner kleiner Spannungsbogen, Anfang, Mitte und Ende. Freunde, die zu Feinden werden, Feinde, die zu Freunden werden, ja? Und am Ende ist deine Hauptfigur um eine Erfahrung reicher geworden, ja? 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 Hast du eine... Nein, du hast eine Auszeit verdient. My heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Hören Sie, Mr. Rudy. Das ist mein Job. Und ich bin so etwas wie ein Beamter und ich habe einen Eid geleistet. Und Newton! Sofort anhalten! Los, fahr rechts ran! Vegeta, what does the scouter say about his power level? Lutsch, mein Schwanz! Follow the yellow brick road. 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 Loski als Bruder? Ich habe meine Mutter versprochen, er darf auch mal. Oh nein. Welche Tonart? G-Dur. Hänsel und Gretel in den Winterkalt. Weiter. Oh, schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater ist schon scharf. La, la, la. Und Wolfelein. Old MacDonald hat ne Farm. Ia, ia, lo. Verdammt. Da will ich sein. Aber sieh es mal positiv. Du hast viel neuen Stoff für den Roman, den du gerade schreibst. Weißt du noch? Der Roman, an dem du gerade arbeitest? Du weißt schon, der, an dem du schon 3 Jahre arbeitest? Du weißt schon, der Roman? Jetzt hast du was Neues, was du schreiben kannst, weißt du? Vielleicht fängt deine Hauptfigur eine Beziehung an. Und dir wird das Herz gebrochen? So ein bisschen wie das, was du gerade durchgemacht hast? Lass was aus deinem Leben einfließen. Ein wenig Herzschmerz, weißt du? Schreib's doch einfach mit rein. Mach deine Figuren ein wenig dreidimensionaler. Ein wenig mehr Befriedigung für den Leser. Damit er sich auf den zweiten 100 Seiten wirklich den Kopf zerbricht, was passieren wird. Ein paar Überraschungen vielleicht? Ein kleiner Epilog? Damit jeder kapiert, dass der Held nicht unbedingt der Glücklichste ist? Oh ja. Vegeta, what does the scouter say about his power level? Ich hoffe, du kriegst so einen fetten Herzinfarkt, dass es deine ganze abgefuckte Familie umbringt! Im Leben jedes Mannes kommt die Zeit, wenn dein Land dich braucht. Aber ich hab doch verweigert! Doch dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als nur dein Vaterland. Einmal los, bitte.
Nicht schreien. Husten. Jetzt entspann dich mal, Lemmle. Was wir abgegeben haben. War der Urin von meiner Freundin. Und die hat Diabetes. Lemmle, Sebastian und Schleifer Thorsten. Die haben beide Diabetes. Außerdem sind sie beide schwanger. Das ist der Wichser, der uns die Rüstung geklaut hat. Kommen Sie da runter, Lemmle! Riechst du drin oder trägst du sie auch? Sechs furchtlose Helden. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. What do you want, Gregory? You know exactly what I want. Wieso mimt der Quotentürke eigentlich schon wieder den Anführer, weil ich ein geborener Anführer bin? So, jetzt nicht mehr. Ich zeig dir, der Quotentürke hat hier wirklich schießen gegangen. Oops, they're burning all flat. Wir sind zwar alle verschieden, aber irgendwie gehören wir doch zusammen. Was wird das? Der schwule Moment des Tages? Keine Sorge, gute Frau, wir sind von der Bundeswehr. Cheeseburger-Menüs, bitte. Warte! Wir sind keine Loser. Wir sind Deutsche. Wenn wir Loser wären, hätten wir dann die beiden Weltkriege gewonnen? UFO, wir haben die beiden Weltkriege nicht gewonnen. Vegeta, what does the Scouter say about his power level? Ich bin den ganzen Rotz hier leid!